einen wunderschönen guten Morgen zu unserer letzten Social Media Session in diesem Semester. Heute am Programm eine kurze Wiederholung. Ja, hallo LK Neu. Nein, das ist keine Werbung, das ist ein neues experimentelles Feature von mir. Und zwar habe ich da in dem Fenster die Kommentare versucht reinzuhängen und ein bisschen zu formatieren, damit ich mir leichter tue beim Mitschauen, weil, ja, Werbung? Ah, keine Werbung in der Vorlesung. Außer die Banner, die Twitch anzeigt. Ja, was steht heute am Programm? Wie gesagt, die Prüfung nächste Woche. Da habe ich einige Mails bekommen in den letzten Tagen. Dürfte gar nicht so einfach gewesen sein, die Anmeldung zu finden. Tipp fürs nächste Mal: im Anmeldesystem nach Social Media suchen. Das, glaube ich, funktioniert relativ zuverlässig. Der zweite Prüfungstermin zu diesem Semester, der wird dann Ende September stattfinden. Wir haben das bereits jetzt festgelegt, es wird auch eine Online-Prüfung sein. Und ja, eben, wie laufen diese Online-Prüfungen ab? Sie kriegen die Prüfungsfragen übers Moodle. Die werden kurz vor der Prüfung freigeschalten und dann müssen Sie bestätigen mit Checkbox, dass quasi Ihre Geschwister, Verwandten und Freunde nicht in den Nebenzimmern stehen und einsagen. Und Sie bekommen 10 Fragen, 60 Minuten Zeit zum Ausfüllen der Prüfung. 5 Fragen von mir, 5 Fragen vom Kollegen Zeglowitz. Und das sind offene Fragen, die werden Sie jeweils so in einem Absatz, in ein paar Zeilen beantworten können. Und ich habe jetzt auch, weil eine Kollegin gefragt hat, in Moodle, im Forum, Testfragen reingepostet, beziehungsweise 3 echte Fragen von der letzten Prüfung. Der 4. Termin von der Social Media Abprüfung im Vorsemester hat ja auch als Online-Prüfung stattgefunden. Und wie gesagt, der Termin im September auch. Aber ich denke, da besteht kein Grund, sich übermäßig Sorgen zu machen. Übungsarbeiten habe ich die Abgabe dann noch, das habe ich Ihnen geschrieben, bis Ende des Wochenendes verlängert. Die sind mittlerweile auch, denke ich, alle eingetrudelt, werde ich mir dann ansehen. Und ja, haben Sie Fragen zu Vorlesung insgesamt, zu den Prüfungsmodalitäten oder... Ah, die Prüfung ist morgen, Entschuldigung, das war mein Fehler, ich bin noch eine Woche hinterher. Ja, die Prüfung ist morgen, am 26. Und ja, wenn Sie sich schon die Zeit nehmen, extra da vorbeizuschauen, dann habe ich mir gedacht, dann werden wir nochmal kurz heute einerseits das Programm der Vorlesung durchgehen und andererseits vielleicht der eine oder andere Tipp, worauf Sie möglicherweise bei der Prüfungsvorbereitung achten könnten. Also wie gesagt, zum ersten Mal ganz allgemein. Offene Fragen bedeutet, dass Sie zwar natürlich idealerweise über den Stoff der Vorlesung Bescheid wissen sollten, die Videos sind mittlerweile alle online im Moodle. Bei den offenen Fragen geht es aber auch um Reflexion, also sozusagen Ihre Meinung dazu. Wenn Sie sich erinnern, beispielsweise bei der DSGVO, das ist ein komplexes Thema, die hat Vor- und Nachteile und da kann man dann natürlich auch die eigene Meinung argumentieren, die selbstverständlich fundiert sein sollte. Ohr rieb nieder, was ist der Kritikpunkt? Bitte schön, bitte posten. Schnelle, na, die Punkte für die Übungsaufgaben, ja, die zählen jeweils für alle 4 Antritte zu dieser Vorlesung, das heißt für den Antritt für den Prüfungstermin morgen, für den Prüfungstermin Ende September und dann auch noch für den 3. und 4. Prüfungstermin, die im Laufe des Wintersemesters 2021 stattfinden werden. Das ist jeweils für das nächste Semester dann nicht mehr, aber für die 4 Prüfungstermine zu dieser Vorlesung zählen die Punkte jeweils. Barbara 2446. Wann erfahren wir, wie viele Bonuspunkte wir bekommen haben durch die Aufgaben? Gemeinsam mit der Beurteilung. Ich werde mir die im Laufe der Woche ansehen. Und wie gesagt, ich werde da auch nicht großartig mit den Punkten feintarieren. Ich habe Ihnen ja gesagt, es gibt 5 Punkte pro Übungsaufgabe, wenn die Übungsaufgabe in Ordnung ist. Und ja, wenn Sie nicht, 10 Zeilen Blindtext reinkopiert haben, werden Sie auch die 5 Punkte dafür bekommen. Das heißt, Sie können damit rechnen, wenn Sie die 3 Übungsaufgaben abgegeben haben,
laut den Vorgaben, laut den Beschreibungen, dann bekommen sie auch die 15 Punkte dafür. Also da wird es keine großen Überraschungen geben. Ah, auch eine gute Frage von Anna Juhas. Muss man sowohl bei Summe A als auch bei Summe B mindestens 50% erreichen? Nein. Es zählen nur die Gesamtpunkte, also um die Modalitäten nochmal zu erklären. Es gibt 100 Punkte, die Sie bei der Prüfung insgesamt erreichen können. 5 Fragen von Wolfgang, 5 Fragen von mir. Das bedeutet 10 Punkte pro Frage maximal, also insgesamt 100 Punkte. Sie müssen 51 Punkte erreichen bei der Prüfung, um positiv abzuschließen. Bei welchem Teil oder mit welchen Fragen Sie die erreichen, ist egal. Wenn Sie jetzt alle 3 Prüfungsaufgaben bei mir abgegeben haben, bekommen Sie 15 Bonuspunkte. Das heißt, wenn Sie alle Fragen perfekt beantworten, dann haben Sie 115 Punkte. Es gibt dann kein extra gutes, sehr gut. Wir hatten übrigens auch in den Vorsemestern einige Studierende, die dann deutlich über den 100 Punkten lagen. Und nebenbei bemerkt, ich glaube, bei den letzten 3 Prüfungsantritten insgesamt nur 4 nicht genügend. Und das waren auch 4 Leute, die keine der Prüfungsaufgaben abgegeben hatten. Ah, Doggycam. Stimmt. Die wartet schon. Die kleine, die Capri. Sag Hallo. Die ist immer noch ein bisschen erledigt. Wir waren nämlich gestern auf der Donauinsel. Zuerst Inlineskaten und dann schwimmen. Alle 3. Und ja, es war anstrengend, gell? Aber lustig, Inlineskaten. Ich sage Ihnen, es ist wirklich nicht ohne, es sind zwar nicht riesige Hunde, die wiegen jede 13 Kilo. Und dann doch der Awa. Links und rechts alleine auf Inlineskates, es ist nicht ohne, macht aber richtig Spaß. Nairu 98 fragt, warum gab es nur 4 Übungsaufgaben? Ja, das tut mir leid. Wir hatten eigentlich vereinbart, dass jeder 3 online stellt. Ich habe auch, nachdem mir auch einige geschrieben haben, deshalb in Wolfgang nochmal erinnert und ihn gefragt. Ich habe aber leider noch keine Antwort bekommen. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Ich habe ihm jetzt vorgeschlagen, dass er dann vielleicht mehr Punkte für die eine Übungsaufgabe vergibt, wie auch immer. Leider keine Infos dazu. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen, da war im Moodle nur eine Übungsaufgabe online. Sorry, wie gesagt. Jo. Dann zum Weiteren. Aha, jetzt ist die Mama auch da. Musst du auch Hallo sagen. Die schaut zwar total ähnlich aus. Das ist aber die andere. Gell? Du bist die andere, du bist die Bulla. Seht ihr das, wie faul die heute noch sind? Gutes Ausdauertraining für Herli und Hunde. Ein paar Kilometer auf der Donauinsel. Außerdem muss man da nicht die Krallen schneiden, weil Inlineskaten am Beton oder Asphalt funktioniert super. Oh, Dark Vita, danke schön. Freut mich sehr, dass es Ihnen gefallen hat. Ja, wie gesagt, ich hatte ja auch das Glück, muss man auch dazu sagen. Bei dem Thema Social Media liegt es natürlich neu, die Vorlesung online zu machen. Und außerdem habe ich mir technisch da auch relativ leicht getan, weil ich ja schon beruflich vor der Vorlesung immer wieder mal Webinare für Kunden gehalten habe. Michaela wahrscheinlich. Die Mama ist blasser am Kopf, die hat den weißeren Kopf und so einen weißen Streifen darunter. Klein ist ein schwarzer Teufel, wie man immer sagen. Na, aber sind beide sehr, sehr lieb. Sehr brave Hunde. Hatte übrigens letztens wieder mal nach langer Zeit meinen ersten Workshop vor Personen, ohne Bildschirm dazwischen. Und normalerweise sind dann die Hunde auch mit und arbeiten mit, aber da in der Location ging es leider nicht. Aber es scheint sich ja zu normalisieren. Ich bin ja ganz zuversichtlich, dass im nächsten Semester der Unibetrieb wieder normal ablaufen wird. Ja, wie gesagt, freut mich sehr, wenn es Ihnen gefallen hat. Mir ist halt einfach wichtig, dass Sie ja, weil das weiß man ja nie so bei der Kommunikationswissenschaft. Es gibt Leute bei uns, die gehen in die Forschung, die bleiben vielleicht an der Uni, kriegen dann eine Doktoranden- oder Postgraduate-Stelle. Das ist aber in Relation zur gesamten Studierendenzahl natürlich schon eine kleine Minderheit. Und dann gibt es einen Teil, der wird in den letzten Jahren, muss man sagen, auch kleiner. Die gehen in den klassischen Journalismus. Der Teil wird kleiner, weil halt der klassische Journalismus durchaus Finanzierungsprobleme hat und ein PR und Marketing
da haben wir auch viel drüber gesprochen im Laufe des Semesters, die ändern sich natürlich sehr stark oder die haben sich sehr stark verändert und Marketing heute, gerade durch Social Media, geht natürlich viel mehr in Richtung Inhaltsproduktion. Ja, vor 20 Jahren war Ihre Aufgabe als Marketingleiter in erster Linie, Kreativagenturen zu briefen, die sozusagen Ihnen die Sujets, die Werbeclips, die Plakate, was auch immer, designt haben. Dann gab es oder gibt es auch immer noch die Mediaagenturen, die dann für die Buchungen zuständig sind. Also halt, ja, Buchungen früher, ganz früher nur bei ORF oder eben auch in den Privatmedien, mittlerweile in den Printmedien und natürlich auch online. Das hat ja aber relativ wenig zu tun mit journalistischer Arbeit. Mittlerweile durch Social Media, durch die Erfordernis, die Kunden immer mit Inhalten auf sich aufmerksam zu machen, ist da natürlich auch ein viel größerer Bedarf in den Unternehmen. Und das ist meiner Meinung nach, ich glaube, das ging auch aus der letzten Einheit hervor, was Social Media Management betrifft, das, da ist das Bespielen von Facebook, Instagram, LinkedIn und den anderen Plattformen ist nur ein kleiner Teil sozusagen und in Wahrheit auch nicht besonders schwierig. Es, sind wir uns ehrlich, es ist nicht so schwierig, weil es ist eigentlich sehr, sehr leicht zu lernen, wie man auf Instagram was postet. Die Kunst besteht ja dann darin, langfristig wirklich ja, ein konsistentes Markenbild aufzubauen und vor allem eben Inhalte zu identifizieren, zu finden und entsprechend zu präsentieren, die die eigene Zielgruppe ansprechen. Und ja, das ist eigentlich die Kunst beim Social Media Management und damit, denke ich, wird auch klar, da haben wir zwar eine andere Intention, im Journalismus geht es um Information, ja, Informationsvermittlung. Im Marketing steht natürlich als Ziel ganz hinten letztendlich die Generierung neuer Kunden bzw. der Abschluss von Verkäufen, aber die Strukturen, die Methoden und die Techniken werden auch immer ähnlicher und beispielsweise ein sehr lieber Kollege von mir und Freund, der Christian Spanik, der kommt aus dem wirklich ganz klassischen Fernsehbereich. Sie kennen sicherlich vom Namen die Big Brother, die erste Fernsehshow, wo eben Personen 24 Stunden ja, gefilmt wurden und das Ganze live übertragen. Das war RTL, glaube ich, die das gemacht haben damals als erste. Da gab es einige Staffeln und der Chris war da Berater bei der Produktion, also ja, eben große Fernsehproduktion, hat auch lange für Dreisat gearbeitet, macht da immer noch Sachen. Und der ist mittlerweile vorwiegend im Online-Bereich unterwegs und produziert Videoinhalte für sehr große Kunden, beispielsweise die Toll Collect in Deutschland, das ist die Autobahnmaut, ein semi-staatliches Unternehmen, also die LKW-Maut einheben und so weiter. Und die benutzt, das ist generell ein spannendes Beispiel, was Social Media heute im Unternehmenskontext tut, weil jetzt Toll Collect, wenn Sie mit einem LKW durch Deutschland fahren, egal ob das jetzt ein deutscher LKW ist oder ein ausländischer, dann müssen Sie diese Maut bezahlen. Das ist genauso wie in Österreich, ab gewissem Gewicht und LKW-Größe ist diese Mautbox vorgeschrieben. Und das ist jetzt nicht so, dass Sie die Wahl hätten zwischen verschiedenen Anbietern. Und da ist natürlich auch immer die Frage, in solchen Situationen, ja, warum sollte das Finanzamt Werbung für sich machen oder warum sollte die Sozialversicherung Werbung für sich machen? Da haben Sie ja ohnehin keine Wahl. Oder die Pensionsversicherung. Und da kommt natürlich auch dazu, gerade im Fall der Toll Collect, dass es denen logischerweise jetzt nicht darum geht, Kunden zu akquirieren. Aber das ist ein großes Unternehmen und für das spielt Employer Branding eine riesige Rolle. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Deutschland ist nicht so ein kleines Land, Verkehr ist eine komplexe logistische Herausforderung, da spielen IT-Systeme mit, die Kilometer werden digital erfasst. Also mit anderen Worten, das ist eigentlich für jemanden, der sich für Logistik und Programmierung interessiert, ein recht spannendes Feld. Und der Grund, warum Toll Collect jetzt Social-Media-Kanäle nutzt, ist in erster Linie eben, um sich als Unternehmen für Mitarbeiter attraktiv zu machen. Also genau dieses Thema Employer Branding, über das Thomas Geiswinkler gesprochen hat, das steht da im Vordergrund. Und wie macht man das? Gleich wie im klassischen Marketing, das wird jetzt wenig bringen, wenn Sie quasi in dieser klassischen Werbesprache rausgehen und einfach nur Slogans irgendwo schalten und sagen, wir sind ein toller Arbeitgeber. Da geht es eigentlich viel mehr darum, wirklich über einen längeren Zeitraum zu zeigen, was man macht und dadurch das Interesse an Leuten zu wecken. Wenn Sie sich auch überlegen, wie österreichische Unternehmen kommunizieren in Sachen Employer Branding, das ist natürlich für gerade für große Handelsketten wie Rewe oder die entsprechenden einzelnen Marken Biber, Billa, genauso für Hofer oder Aldi in Deutschland oder was auch immer, ist das Thema Lehrlinge, Verkaufspersonal ein großes Thema. Und wenn Sie jetzt schauen, wie diese Unternehmen werben, Hofer macht das vor allem sehr, sehr intensiv,
Da geht es jetzt eben nicht nur darum, dass man sagt, ja, ihr habt bei uns fixe Arbeitszeiten, ihr verdient es angemessen, sondern da werden eben sehr viele Zusatzmöglichkeiten, Ausbildungen in Aussicht gestellt, da wird viel kommuniziert darüber, wie dieser Job da abläuft. Man macht sich eben als Arbeitgeber interessant. Und im Fall von Toll Collect, um jetzt darauf nochmal zurückzukommen, die haben sich eben entschlossen, das Ganze mehr oder weniger wie eine ja, klassische redaktionelle Arbeit aufzubereiten. Und Chris produziert für die ein Videomagazin. Das ist eigentlich genauso gemacht, wie man eine klassische Videodoku im Fernsehen machen würde. Das heißt, da gibt es einen Interviewer, eine CI, Inserts und der interviewt dann Personen. Und da ist natürlich auch die Frage oder die Herausforderung, es hilft ja nicht, wenn ich jetzt nur die Form kopiere, aber dann trotzdem nur meine Unternehmensbotschaften reinbringe. Das heißt, damit sich das auch jemand anschaut, da muss dann natürlich auch an Inhalt mehr vorkommen als, wow, wir sind ein tolles Unternehmen. Das heißt, die interviewen dann eben nicht nur Mitarbeiter, die kommen auch vor, sondern auch Fachexperten, die etwas zum Thema Verkehr zu sagen haben. Es gibt immer wieder Umweltthemen, es werden auch Themen länger behandelt. Diversity, LGBTQ, Inklusion in Unternehmen und so weiter. Und das ist genauso eine Kommunikationsstrategie, die zielt nicht darauf ab, dass jetzt jemand einmal ein solches Video sieht und sich denkt, wow, lässiger Arbeitgeber, ich bewerbe mich dann dort, sondern es ist eine längerfristige Sache, ich stolper immer wieder mal drüber, habe vielleicht was, was mich wirklich besonders anspricht, reagiere dann drauf, schreibe einen Kommentar oder like das und dann gibt mir dieser Algorithmus, ganz zentral bei Social Media, eben mehr von diesen Inhalten. Man könnte sagen, es ist ein bisschen, wir hatten vor 2 Jahren, als wir in Kroatien im Urlaub waren und in seinem Ferienhäuschen am Meer gewohnt haben, da gab es einen Igel, der die Nacht gekommen ist. Und der war am Anfang, wir hatten natürlich die 2 Hunde mit. Und der war sehr scheu und irgendwann ist dann jede Nacht ist er etwas näher gekommen zu uns. Und den muss man dann anfüttern, Igelfutter und so, damit er langsam Vertrauen fasst. Und das ist ein bisschen so im Social-Media-Bereich. Das ist keine direkte, wie soll ich sagen, Ursache und Reaktion, sondern das ist ein längerer Prozess und was da im Zentrum steht, ist eigentlich Vertrauensaufbau. Und da ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Unterschied zum klassischen B2C-Marketing. Das spielt auf der einen Seite Marken- und Vertrauensaufbau natürlich auch immer eine große Rolle, aber die einzelne Kaufentscheidung, welche Zahnpasta Sie jetzt nehmen, da hängen weniger wirtschaftliche Überlegungen dran und wird jetzt auch schnell klar, je höher die Investitionssumme ist, desto länger dauert der Rechercheprozess und desto wichtiger ist letztendlich auch der Prozess des Vertrauensaufbaus. Und nochmal extremer im B2B-Bereich, also im Business-to-Business. Ich glaube, das leuchtet auch ein. Wenn Sie als Privatperson ein Auto kaufen, dann ist das in der Regel für die meisten normal verdienenden Haushalte eine durchaus größere Investition und Sie werden sich das dann vermutlich gut überlegen, je nach ihren Bedürfnissen und nach Ihren budgetären Möglichkeiten. Vielleicht eine Probefahrt machen und im Unternehmensbereich, wo es aber teilweise um Investitionen im Millionenbereich oder höher geht, da hängt jetzt zwar je nachdem nicht unbedingt quasi die persönliche finanzielle Situation dran, aber die Summen sind eben sehr hoch und da spielt genauso Vertrauensaufbau eine wesentliche Rolle. Und im Employer Branding, das ist natürlich auch eine sehr, sehr ja, wichtige Entscheidung, für welchen Arbeitgeber entscheide ich mich. Ich weiß, wir denken meistens, wenn es um Job geht, vielleicht speziell Sie in Ihrer Situation, Sie bewegen sich auf das Ende Ihres Studiums zu und man hat dann immer im Kopf, ja, wie soll ich sagen, der Arbeitgeber sucht sich mich aus und ich bewirbe mich und bin dann einer in einer großen anonymen Zahl von Bewerbungen. Und ja, das mag in vielen Fällen durchaus so sein, aber letztendlich, wir leben in einer Zeit, wo Sie sich für Arbeitgeber sehr interessant machen können und wo Sie sich das aussuchen. Deswegen gibt es Employer Branding. Deswegen ist auch Personal Branding so wichtig. Ja. Ori Meda ist auch lieb und brav. Hoffentlich. Ja, Medienpädagogik ist natürlich überhaupt ein großes Thema, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Das hat sich jetzt natürlich auch, sage ich mal, das ist Konsens auf breiter gesellschaftlicher Basis. Durch die Corona-Krise, durch die Notwendigkeit, unter anderem diese Vorlesung online zu halten, Schulunterricht, so gut halt je nach Lehrer natürlich sehr unterschiedlich möglich, auch online zu verlagern, aber genauso im Unternehmensbereich, die virtuellen Meetings und so weiter, die stattgefunden haben.
Das wird jetzt, wenn die Entwicklung so weiterläuft, in absehbarer Zukunft nicht mehr notwendig sein, aber nichtsdestotrotz wird das bleiben. Ganz einfach aus dem Grund, weil natürlich in vielen Fällen ein Online-Meeting sehr viel einfacher zu organisieren ist, die ganze Fahrzeit und so weiter fällt weg. Also das ist natürlich ja, eine Sache, die bleiben wird. Und Medienpädagogik, ich persönlich bin ein großer Fan des Begriffs Media Literacy. Also Literacy heißt eigentlich, was ist das deutsche Wort dafür? Lesen können, mit Sicherheit gibt es einen Fachbegriff. Analphabet wäre das Gegenteil, aber Literacy bedeutet eigentlich schriftkundig zu sein. Schriftkundig, ja, ich glaube, das trifft es einigermaßen. Und Media Literacy bedeutet eben die Fähigkeit, adäquat mit Medien umgehen zu können. Da spielt er natürlich schon immer eine Rolle. Ein ganz triviales Beispiel, Sie sollten, wenn Sie ein Buch lesen, im Normalfall in der Lage zu sein, zu unterscheiden, ob es sich um ein Sachbuch oder Fiktion oder Belletristik handelt. Es gibt einzelne Medienformate, die spielen dann auch mit diesen, ja, mit dieser Teilung. Sie kennen vielleicht Blair Witch Project oder überhaupt Filme, die diese Mockumentaries und so weiter. Aber im Großen und Ganzen sind das zwei recht klar getrennte Bereiche natürlich. Und Media Literacy bedeutet, geht halt noch um einiges weiter. Das bedeutet auch, wenn ich das Internet nutze, um Informationen zu recherchieren, dass ich ja möglichst gut in der Lage bin, valide Kriterien für die Vertrauenswürdigkeit einer Information zu haben, dass ich den Absender einschätzen kann. Und das ist alles andere als trivial. Das sind auch schon sehr, sehr digital erfahrene Personen reingefallen. Aber dieses ganze Thema Media Literacy, das ist natürlich etwas, das wir bisher in Österreich ganz besonders schlecht, aber auch in anderen Ländern sehr, sehr schwierig war, das wirklich fest im Schulplan zu etablieren. Ich habe vorgestern mit meiner Frau 2 Minuten 2 Millionen gesehen, da gab es ein Startup von zwei Damen, die haben eine Programmiersprache entwickelt für Kinder unterschiedlicher Altersstufen und ein Konzept, um das in Schulen eben zu integrieren. Und da gab es von einigen Juroren dieses interessante Feedback, die Kinder sollen doch nach draußen gehen, spielen, und wie gesagt, ich bin großer Fan von Outdoor, aber es ist schon etwas realitätsfern zu denken, dass beispielsweise historisches Wissen oder detailliertes naturwissenschaftliches Wissen relevanter wären als Programmierkenntnisse. Und ich glaube, da steckt auch einfach viel Missverständnis dahinter, weil ja, klarerweise, natürlich wird nicht jeder Programmierer, aber wenn Sie, die Chance ist relativ hoch, dass Sie in Ihrem Berufsleben mal mit Excel irgendeine Auswertung machen müssen, eine Formel eingeben, ja, bumm, wir sind beim Programmieren. Also das ist so eine Basisgeschichte, und das gehört bei Medienpädagogik natürlich auch dazu. Auf der einen Seite diese Bewertung der Inhalte und auf der anderen Seite gehört zur Media Literacy auch die Fähigkeit, eben damit umzugehen. Und ja, das ist sicherlich ein Thema, wo man ganz, ganz, ganz stark natürlich bei der Bildung tendenziell eher früh als spät ansetzen müsste. Ja, besonders gut ansehen, kommt gleich. Wann kann man denn ungefähr mit der Benotung rechnen? Ich bin schnell. Jetzt haben wir erst den 26. Also Sie können auf jeden Fall Anfang Juli mit der Benotung rechnen. Max, bei Hofer gearbeitet war die Hölle. Ja, ihr habt Jobs gemacht, die Hölle waren. Was man aber sagen muss, was schon ganz spannend ist beim Hofer als Unternehmen in HR-Hinsicht, die bemühen sich zumindest sehr, die Klasse, also Sie kennen das ja, man spricht von sozialer Reproduktion oder der Produktion des sozialen Status, mit anderen Worten, die Kinder von Akademikern sind da auch das immer führend in Österreich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder von Akademikern studieren, ist in Österreich so hoch wie nirgendwo. Und genauso, dass die Kinder von Nicht-Akademikern nicht studieren. Katastrophe eigentlich. Und was Hofer gemacht hat, sehr früher als andere Handelsunternehmen, sind so interne Programme, wo es tatsächlich realistisch ganz gut möglich ist, als Mitarbeiter. Sie haben wahrscheinlich, nehme ich an, einen Nebenjob gehabt hat, aber längerfristig, wenn man dort arbeitet, tatsächlich vom Verkäufer bis ins mittlere Management zu kommen. Die bieten sehr viel Fortbildung an und das ist sicher kein Traumjob, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber was quasi die Durchlässigkeit oder die Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen betrifft, sicherlich eines der spannenderen Konzepte. Oh, Lisa, das freut mich, dass Sie einige Inputs für Psychologie mitnehmen kann. Ich wollte ja, als ich studiert habe, war Publizistik noch kombinationspflichtig und ich hätte ja gern Psychologie als Nebenfach gemacht. Das war aber kein Kombinationsstudium, deswegen Bobby. Aber sehr, sehr spannend und mittlerweile natürlich auch viel damit zu tun. Oh, auch für Soziologen interessant. Ja, wir Publizisten sind ja
in der Forschung quasi sehr, sehr an der Soziologie orientiert. Wir mussten immer rein, wenn wir zu lange draußen gespielt haben. Ja, 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 Sie kennen es noch. Genau. Ja. Und jetzt zur wichtigen Frage. Was sollten Sie sich bei der Prüfung denn ansehen? Sekunde. Ah, ja, ja, ich muss mal kurz meine Notizen öffnen. Aufpassen, dass ich Ihnen nicht den Bildschirm teile, während ich die Prüfungsfragen öffne. Ja, also wie ich bereits gesagt habe, es wäre sicherlich eine gute Idee, wenn Sie dabei waren, denke ich, dann sollte das reichen. Ansonsten die Gastverträge anschauen. Spannend auch die ersten zwei Einheiten, wo es um das Thema, was ist Social Media überhaupt, Definition, was kennzeichnet Social Media, wodurch und das, was, oder anders gesagt, was macht das Social Media Webseite zu einer Social Media Webseite im Vergleich zu einer normalen Webseite? Man könnte sich auch darüber Gedanken machen, was für Unternehmen oder für Personen Motive sein könnten, Social Media überhaupt zu verwenden. Nicht das Kleber-Love-Model, bitte. Das könnte man sich ausdrucken und klar. Na, was heißt unter die Tastatur legen? Sie können sich das Kleber-Love-Model ja ausdrucken und neben den Computer hinhängen. Es gibt keine Videoüberwachung bei der Prüfung. Aber na, tatsächlich, ich schätze, das Kleber-Love-Model kommt nicht. Erfolgskriterien, ich habe Ihnen auch gesagt, im privaten Bereich kann man Instagram-Account machen. Ich hoffe, die von Ihnen, die später vielleicht vorstellen können, direkt in dem Bereich zu arbeiten oder zumindest teilweise, dass Sie die Zeit nutzen zum Experimentieren. Stellen Sie sich vor, als ich studiert habe, wir haben nur ein Musikmagazin gemacht und das teuerste war die Toten Bäume und die Druckerei. Und macht man irgendwie zum Spaß, ja, man kann sich am Drucker selber was machen, aber man druckt nicht zum Spaß am Magazin mit 5000 Auflage, es kostet zu viel. Ah, ein Instagram-Account mit 5000 Followern kann man in recht kurzer Zeit nebenbei aufbauen. Wenn man das privat macht, dann ist es, ja, vielleicht, man lernt viel dabei, vielleicht streichelt es auch ein bisschen das Ego, wenn es gut aufgeht, dann kann man sogar Teilzeit- oder Vollzeit-Influencer werden. Unternehmen, die Social Media verwenden, die verfolgen damit Ziele. Ja, wäre auch ein interessantes Thema, was könnten Ziele sein oder anders gefragt, was ist die Motivation von Unternehmen, überhaupt Social Media zu verwenden? Ja, also wenn Sie sich auf die Themen vorbereiten, dann sollten Sie gut unterwegs sein bei der Prüfung. Wie gesagt, nochmal, es wird nicht möglich sein zu schummeln in dem Sinn, weil es keine Wissensfragen sind, die Sie eins zu eins richtig beantworten können, sondern fünfmal Reflexionsfragen. Das heißt, ja, Sie müssen die Grundlagen können, um dann Ihre Meinung zu argumentieren. Aber es ist wie eine Diskussion auf etwas höherem Niveau vielleicht als Stammtisch, aber wie gesagt, Videos anschauen. Und Sie dürften keine Schwierigkeiten haben bei der Prüfung. Wenn es denn keine Fragen mehr gibt, Moment, einen Blick noch. Ah, wie ich das mit der Punktevergabe mache. Ja, also wie gesagt, es gibt bei den 10 Fragen insgesamt 10 Punkte pro Frage und ich vergib zwischen 0 und 10 Punkte pro Frage, da differenziere ich recht genau. Ich glaube, nachdem es keine komplett richtige Antwort gibt, geht es mir vor allem darum, ob die wesentlichen Aspekte des jeweiligen Themas vorhanden sind. Und ja, also ich kann auch nur sagen, erfahrungsgemäß, es gab eigentlich bei den letzten Prüfungen, waren Fragen mit ganz niedrigen Punktezahlen wirklich, wirklich eher die Ausnahme. Wie ausführlich antworten, also wie gesagt, so ein Absatz. Also ich würde mal sagen, pro Frage zwischen 5 und 10 Zeilen so als grober Richtwert.
wie gesagt, wenn sie mehr schreiben wollen, es kann auch darauf an, wie schnell sie tippen, wenn sie mehr schreiben wollen, ist kein Problem, aber ich hätte schon gern eben ganze Sätze als Antwort und nicht nur Stichwörter. Ja, wie gesagt, ich hab ihn Wolfgang gestern daran erinnert. Ich hoffe, er meldet sich noch. Vielleicht können wir sonst etwas mehr Punkte für die eine Übungsaufgabe. Jetzt muss ich noch mit ihm besprechen. Ja, und wie gesagt, Hausverstand ist generell ein guter Ratgeber. Das gilt auch für Prüfungen. Fachbegriffe sollte man sowieso kennen. Aber it's not rocket science, ich sage mal. Vom Schwierigkeitsgrad her befindet sich die Social Media A-Prüfung irgendwo zwischen Verwaltungsrecht für Juristen und anorganische Chemie für technische Physiker. Easy. Und ich glaube, Flora, korrigier mich bitte, aber wir sperren während der Prüfung das Moodle, damit man nicht nachschauen kann. Aber wie gesagt, es wäre dort nichts, das sie zum Copy-Pasten finden. Ja. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich das noch überlegen. Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss. Ah, die Lea hat noch eine Frage. Wie schaut das aus, wenn die Internetverbindung schlecht ist und die Prüfung nicht rechtzeitig abgeben kann? Kam bereits bei anderen Prüfungen vor. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich darum kümmern, dass Sie eine gute Internetverbindung haben. In der Regel, ich nehme mal an, wenn Sie die Prüfung zu Hause schreiben, dann werden Sie dort eine fixe Internetversorgung haben, was ein ganz guter Tipp ist. Sie haben vermutlich auch ein Handy, das mache ich auch öfter. Man kann eigentlich bei allen Telefonen, bei allen Android und iPhones über die WLAN-Einstellungen auch die Datenverbindung des Telefons als WLAN freigeben. Also kurz gesagt, sollte Ihre normale Internetverbindung zu Hause nicht funktionieren, könnten Sie das auch am Handy machen und es dann so hochladen. Nachdem es sich nur um ein Textdokument handelt, sollte es auch über eine sehr, sehr langsame Internetverbindung tendenziell ohne weiteres möglich sein. Vielleicht mal vorher auszuprobieren, wenn Sie wirklich unsicher sind. Ja, genau eben, und du darfst nicht vergessen, ein Buchstabe sind was, zwei Byte, glaube ich. Also das sind relativ wenig Daten, die da übertragen werden. Da würde ich mir gar nicht großartig Sorgen machen. Wie gesagt, wird nach 60 Minuten abgegeben. Das heißt, ich würde aber auch bei einer Online-Prüfung es Ihnen generell trotzdem empfehlen, schauen Sie sich zuerst einmal die Fragen durch. Beantworten Sie zuerst die, bei denen Sie ganz sicher sind, dann bleibt Ihnen für die anderen etwas mehr Zeit. Ich hieß, man kann die Antworten auch woanders schreiben, aber nein, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, wenn man die reinkopiert, das überprüft das Moodle eigentlich nicht. Ah, damit Sie bei Problemen noch da sind. Ja, trau niemals einem Online-Formular. Äpfel, ja, meine Frau ist Südsteirerin. Pretty much die besten Äpfel, die man essen kann. Wobei ich muss sagen, momentan bin ich ärgstens auf Kirschen unterwegs. Hervorragendes Kirschenjahr, ja. Finde ich. Ja, dann zum Abschluss möchte ich Ihnen gern noch einen Kollegen vorstellen. Viele von Ihnen kennen ihn ohnehin vom Namen. Den Herrn Vaynerchuk, auch bekannt als Gary Vee, einer der sicherlich profiliertesten und bekanntesten Online-Marketer und jemand, der sich auch wenig Blatt vor den Mund nimmt und der auch gerne mal in Keynotes mit vielen hunderten Zusehern Fuck in den Mund nimmt. Und ich bin vor ein paar Tagen darauf gestoßen, das ist ein Interview, das er CNN gegeben hat, zu Beginn des Jahres, am 21. Jänner, also noch vor Corona, was er so für Entwicklungen und Trends im Bereich Social Media im Jahr 2020 sieht. Das ist ein relativ kurzes Interview, 12 Minuten. Aber ich denke, ist eine schöne Abrundung für unsere Vorlesung. This is all I know. I'm blindly consumer-centric. And as long as you're blindly consumer-centric... What do you mean by that? All I do is pay attention to what people are doing. Nothing else. Nothing else.
You can punch me in the face 8,000 times. I'm here to get punched. He's a best-selling author, motivational speaker, and marketing guru. Hustle would be putting all your effort into achieving the goal at hand. And for me, that means making every minute count. Gary Vaynerchuk, simply Gary V to his legions of followers on social media, is a consummate communicator, dishing out advice on everything from best business practices to how to live a happy life with a heavy dose of F-bombs. If she knows, what's your fucking problem? I recently caught up with the lively New Yorker in Dubai to get to know the man behind the brand and to find out how he keeps one step ahead of the competition. What does being a contemporary communicator mean? It means that you are blindly religious around this. It means that you understand where people are paying attention, whether that's Twitch or TikTok, or believe it or not, organic reach on LinkedIn, or pre-roll on OTT. It's understanding that modern television commercials and modern print ads and modern radio ads are overpriced outside of the Super Bowl. And it means that, you know, the Facebooks and the Twitters and the Instagrams and the YouTubes and the pre-roll Spotify's are grossly underpriced. And then are you capable of creating the creative, the videos, the pictures, the written words that are contextual to those platforms, not taking a commercial and putting it on YouTube, to make the agenda successful. You are a pain in the ass to the industry who ought to know all of this. Nothing you are telling me actually is brand new. This has been around for some time. So what makes you different from the rest of the industry? I'm all about where is the media underpriced? Where is it overpriced? I obviously want to buy underpriced. So for me, social media, not all of them, the current state of certain media products within certain media platforms is so wildly underpriced. Facebook, Instagram stories, right? LinkedIn, pre-roll YouTube when you tie it into the Google search. So I'm all about underpriced attention. Quite a bit of that is happening on social media today. In 10 years, it might be on voice or something else. I'm completely unemotional of the platform. I'm completely emotional about consumers' attention. I think I have the single, I literally think I have one of the best ideas for a social network. You got your perspective. So you said, I think 30-second spots on TV are bad. I think 5-second pictures, 8-second videos on TikTok are good. And I think 3-minute, 19-second little docuseries on YouTube, Facebook, Instagram are good because they're being deployed against places where people are actually watching it. I love that sentence. I don't know what to say. It sounded exactly right. I mean, the reality is like, it's so funny. I have no interest in holding up the past. I ask people, why is it that writing with a pen on a piece of paper a message and then sending it in the mail is heralded as this noble act, but a text is demonized as not warm or great communication? The reality is it's the message, not the medium. And so for me, I'm just super focused on, if a client gives me $10 million to make something happen, I want that to be successful. And that requires being a day trader of where communication is, not a mutual fund buyer based on past performance. Striking a platform while it's hot matters way more than if that platform actually exists in a decade. You have first mover advantage, still just. The business is built on the fact that you had first mover advantage. Gary, how do you stay relevant? As you scale your own business, how do you avoid becoming that traditional media agency? There's several ways. One, I will never take my company public. That's how I avoid it. Two, this is all I've ever done. You know, in 1996, I launched one of the first three e-commerce wine businesses in America. And by 1997, I had one of the most meaningful email newsletters. I bought Google Ads the day it came out. I started the first long-form YouTube show, or one of the five first long-form YouTube shows in 2006. I invested in Facebook, Twitter, Tumblr, Uber, before they became what they were.
This is all I know. I'm blindly consumer-centric. And as long as you're blindly consumer-centric... What do you mean by that? All I do is pay attention to what people are doing. Nothing else. Nothing else. I do nothing else. And as long as you do that and behave towards that, well then what everybody else does, which is actually try to figure out how to work in the B2B world, how to make margin in the short term, are always vulnerable to that. That is probably the thing that I'm most confident about, which is that this has been written and I will continue to rinse and repeat this model at 55, at 66, at 77, at 88. And I mean, and here's the good part. And if I don't, because I got stale or tired or complacent, I deserve to lose. You say you are completely platform agnostic. I am. You have talked about those in the business of marketing strategies being a full day behind the curve. Yes. To remain relevant, you need to be, you know, on the day, as it were, yes. On the money. What's happening tomorrow, Gary? I don't know. See, that's the beauty of being completely and utterly day trading focused. I don't know. Look, I clearly see trends that make me believe that voice, you know, Google Home, Alexa, is going to be incredibly powerful as a front-facing framework, as an operating system. Cancel anytime. Terms in the Alexa app. Yes. Should I start your free trial and play I'm Still Standing? Yes. How dangerous is that? Alexa, send me pizza. That's powerful. Google, tell me about the election. Think about how powerful what comes out of the Google voice is at that moment. So I do see voice as an interface brewing, but I have no passion. You know, when I get most heralded, people talk about me being a futurist or a Nostradamus. I laugh. I'm like, I'm none of those things. What I'm very good at is when TikTok is happening right now, I'm very loud about it and I see it, and more importantly, I make on it and I test it and I see the business results. Does it bother you that the medium, the media, the new media are platforms that are, some will say, creating huge anxiety for their users? Does that worry? No. Are you in the business of anxiety inducing content on platforms that are bad for the youngsters out there? No, for I all don't, of us? No, I don't believe that at all. I actually completely take a different take. First of all, people have always been consistent. People have always had anxiety. People are insecure. People are trying to keep up with the Joneses. People have parents that create entitlement, which leads to insecurity. If you look at a picture of somebody in beautiful Dubai and you have FOMO because you don't, there's far more important things going on there than you following things on Instagram. Magazines were creating anxiety because all the models in it were tall and skinny for all the girls that went through Vogue in 1992. Television creates anxiety with its actors and movie stars. Everything has the potential of creating anxiety. So let's talk about how you're being judged at the moment. There are those who say he is wrong, 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 wrong about media. Adding, and I quote, "We get the gurus we deserve and you could not invent a more suitable spokesperson for social media." A big guy in the traditional media landscape said that about you. Yeah, that's probably the most exciting statement that I could get from somebody who's an executive in the ad world. That comes from a gentleman who's never actually run a business. You know, I did marketing to put food on my family's table because we were immigrants from the Soviet Union, and when I joined my family business, that's how we lived. That gentleman went to business school and has been an executive his entire life at a holding company and has never had to earn a dollar that actually means something in merit. He's only sold reports and PDFs to other corporations. I'm tough on the field because I'm winning. I'm winning. VaynerMedia is the fastest growing independent agency in the history of the industry. I'm winning, that's why they're upset. You are a diehard Jets fan. Yes. They are not winning. They are not. At present. What are you gonna do about that? First of all, I love the way you segue. What am I gonna do about that? I am, since the time I was seven, I loved it. By the time I was in fourth, maybe when, by the time I was 10 or 11, I have been saying to anybody that was willing to listen to me that I was gonna buy the New York Jets. So what am I going to do about it? I'm going to amass the wealth and the opportunities to enable me to buy the Jets when they're up for sale.
and then I'm going to go win Super Bowls. I love your style, Gary V. There is a green knitted jersey that, as I understand it, will sit proudly above the name of the Jets at the stadium. Why? Tell me about that jersey. I appreciate you bringing this up. I literally don't like stuff, right? I don't want to buy anything other than a team. I don't like stuff, but there is one item that rules my soul. When I was seven, I fell in love with the Jets. All the kids in the neighborhood had jerseys. I ran into the house, "Mom, I need a jersey." My mom laughed at me because that's not what immigrants do. We don't spend $25 on a football jersey. I cried, I was sad. I continued to go outside for the next week, not wearing a jersey while everybody else did. You know, this is the 80s, kids. We went outside every day. And then finally, like 10 or 11 days later, my mom at night had knitted me a Jets jersey with my name Gary on the back and my favorite number 5. And it is the single most important item to me. It represents absolutely everything about my journey and about my parents and how much I appreciate them for, you know, it's so crazy with all the great things that are happening to me professionally, personally. I've heard your story before to a certain extent. Yes. You know, the pride that you clearly have in being an American. Yes. How does it feel to live in this era in America? Does it worry? Are you proud of the country? Am I proud of the country? I'm proud of the country. I'm not proud of all the behaviors. I'm proud of my mother. Do I agree with everything she does? Absolutely not. But look, I think whatever your politics are, I believe that anything that looks like nationalism or us against them is always massively detrimental. It eliminates so much of the good that happens in the human spirit. And so I very much dislike the tone of demonizing anything from the outside. Ja, der Mann, die Legende, gell, Bulla? Bulla ist ein großer Gary Vaynerchuk-Fan. Muss man sich vorstellen, in den 90ern die erste Online-Weinhandlung, damals haben Leute gesagt, du hast einen Vogel im Internet, bestellt niemals jemand was anderes als Bücher. Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Typ und man kann ja wirklich viel von ihm lernen. Er hat übrigens in Amerika, als die nach der Finanzkrise beziehungsweise generell bei hoher Beschäftigungslosigkeit und so weiter, da ein paar sehr interessante Videos gemacht, wie man mit, wie nennt er das, Yard Flipping, also in Amerika sind das ja diese Yard Sales sehr populär, wie man das digital macht. Und zwar zum Beispiel, es ist immer eine Sache des Informationsvorsprungs, wenn man sehr gut über Preise informiert ist, und dann gibt es zum Beispiel eine Aktion, wo ja, was weiß ich, irgendeine Supermarktkette einen bestimmten, sagen wir mal, Nike-Sneaker um minus 50% im Angebot hat. Aber Amazon hat den nicht um 50%, um minus 50%. Und ja, dann kauft man halt, wenn man, sagen wir mal, wenn man $150 übrig hat, kauft man 3 von den Sneakers, stellt die am selben Tag auf Amazon online, als Privatperson oder auf eBay oder was auch immer, und verkauft die dann halt mit einem $25 Aufschlag. Und er hat gesagt, wenn man einen Computer hat, einen Internetzugang und es gibt da Internetcafés und so weiter, da hat ein Bekannter von ihm damit, der war eben arbeitslos, der hatte kein Einkommen, er war obdachlos sogar, als er begonnen hat, hat dann beim Bekannten gewohnt in der Zeit, der hat sich in einer Woche damit $500 verdient, in der zweiten Woche etwas mehr und dann genug irgendwie, um ein kleines Business zu starten. Und der ist sehr, ja, sehr hands-on und sehr praktisch. Das gefällt mir recht gut. Man kann viel lernen und es gibt auch wahnsinnig viel von seinen Videos online zu sehen. Bulla, du hast Fans. Du hast Fans. Wir haben ja auch eine Facebook-Seite, facebook.com/bulladog, die wir viel zu selten aktualisieren, gell? Fressen ist immer interessanter als Social-Media-Fotos posten. Ja, wie es schaut. So, Bulla. Wir gehen jetzt dann spazieren. Und an dieser Stelle, ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich finde es ja sehr interessant, dass wir meistens, ich sehe es nur an den Nicknames im Chat, aber eine recht homogene Runde waren. Danke für das sehr nette Feedback. Ich hoffe, Ihnen hat die Vorlesung trotzdem einiges beigebracht. Ich meine, trotz dieses, ja, einigermaßen ungewöhnlichen Semesters. Alles Gute für morgen, für die antreten. Wie gesagt, sie machen das und ja, ansonsten, wir lesen und hören uns auf den Social Media Plattformen unserer Wahl. Hey, jetzt habe ich gerade, seht ihr das alles mit den Congratulations? I received 100 messages today with Restream Chat.
cool, jetzt habe ich im letzten Termin der Vorlesung noch ein Badge bekommen. Dankeschön. Und wie gesagt, alles Gute für morgen. Wir sehen uns. Ciao.